Im nächsten Schritt wollen wir nun zwei Sprachbefehle erstellen, einmal Show-Info, einmal Hide-Info, um diese Informationsansicht hier auch mit Sprachbefehl aus- und einzuschalten. Dazu erstellen wir hier bei Application Events zwei neue Events mit Plus, also einmal ein Show-Info mit Add hinzufügen und gleich ein zweites Hide-Info hinzufügen. Dieses Show-Info soll ein Sprachbefehl Show-Info bekommen. Also hier Show-Info. Und hier könnten wir jetzt wieder diese Funktion Show-Hide-Info aufrufen. JavaScript-Fenster hier können wir jetzt da diesen Application-Parameter auch aufrufen mit View Control App Params Show Hide Info ist gleich True und Strichpunkt. Kontrollieren wir kurz die Schreibweise. View Control.app.params Show Hide unterstrich Info und das ist eben hier dieser Application Parameter Show Hide Info. Den rufen wir hier auf und ist gleich True. Aha, ist gleich True. Sollten wir auch richtig schreiben. Das heißt, mit diesem Sprachbefehl rufen wir jetzt diesen Parameter auf und setzen ihn auf True. Und bei Hide Info machen wir das Gleiche, kopieren wir das gleich. Der Sprachbefehl soll lauten Hide-Info und das JavaScript dazu ist jetzt False. Probieren wir es gleich aus mit Preview. Es werden jetzt auch hier diese Sprachbefehle angezeigt als Application Events mit Hide-Info und Show-Info. Also mit Show-Info wird es angezeigt, mit Hide-Info wieder ausgeblendet. Mit einem Reset, also Swipe Right, Swipe Left, auch wieder weggenommen. Wenn wir es gezeigt haben und wir starten das Play, wird es automatisch ausgeblendet. Also sollte wie gehabt alles funktionieren. Nächster Schritt, wenn wir auf den Deckel hier draufklicken, dann wollen wir eine Transparenz von so 30% einstellen. Dazu erstellen wir wieder einen neuen Application Parameter. Wir benennen diesen Application Parameter Transparenz Deckel. Was soll dieser Application Parameter steuern? Wir ziehen das auf den Deckel und wir wollen hier die Transparenz steuern damit. Opacity binden. So, das heißt, wir selektieren jetzt den Deckel. Und bei einem Click-Event, das heißt, wenn wir da draufklicken, soll bei einem Click-Event wieder etwas ausgelöst werden. Und zwar, was soll ausgelöst werden? Wieder quasi eine Funktion und die Funktion nennen wir Transparenz-Deckel-Click. Also diese Funktion Transparenz-Deckel-Click soll ausgeführt werden und im Home.js werden wir jetzt hinzufügen, was hier passieren soll. So, und was soll passieren? Es soll $scope Transparenz Deckel Click ist eine Funktion und diese Funktion ruft App Params Transparenz Deckel auf und stellt quasi hier die Transparenz auf 0.3, quasi 30%. Geschwungene Klammer geschlossen, geschwungene Klammer geschlossen. Probieren wir es aus. Wenn wir also auf den Deckel draufklicken, wird er mit einer 30%igen Transparenz dargestellt. Gut, was uns jetzt auffällt, das i bleibt hier völlig sichtbar. Das müssen wir auch noch mit Transparenz setzen, ein bestimmtes Maß. Wir werden also jetzt mit diesem Click-Event jetzt auch noch einstellen, dass dieser i-Button hier transparent dargestellt wird. Das könnten wir jetzt wieder mit einem Application-Parameter machen, aber möchte auch eine andere Variante quasi hier
anzeigen. Und zwar machen wir das über dieses Ansprechen von diesem Widget selbst. Und zwar können wir das auch wie folgt ansprechen. Wieder mit $Scope. Jetzt sprechen wir das View Widget. Da kann ich dann quasi ein direktes Element ansprechen. Und zwar ist es das Element View Widget Info Button. Das ist der Name von unserem Info Button. Das haben wir eben bei der ID umgestellt. Opacity, damit spreche ich die Transparenz an. Und mit 0,2 setzen wir es auf 20%. Also $Scope, View, Widget, Info-Button, Opacity 0,2. Probieren wir es aus. Wir haben es gesagt, bei einem Click-Event auf den Deckel wird die Transparenz vom Deckel auf 30% und View, Widget, Info-Button, Opacity auf 20% gesetzt. Wunderbar, funktioniert. Jetzt müssen wir aber das wieder zurücksetzen, weil wir einen Swipe Right, Swipe Left machen, wollen wir ja quasi ein Reset machen, müssen wir also diese Transparenzen wieder zurücksetzen. Schreiben wir das beim Reset dazu. Das heißt, diese Reset-Funktion wird ja aufgerufen beim Swipe Right und beim Swipe Left. Das heißt, hier wollen wir diese Transparenz vom Deckel, kopieren wir die da unten einfach hinauf, auf 1 setzen und die Transparenz vom Info-Button wollen wir auch auf 1 setzen. Schauen wir es uns an. Wenn wir also draufklicken, haben wir die Transparenz und beim Reset Swipe Left bzw. Swipe Right wird es wieder zurückgesetzt. Könnten wir jetzt auch noch vorm Play machen, dass wir quasi vorm Play jetzt auch die Transparenz wieder zurücksetzen. Machen wir das vielleicht auch gleich. Das heißt, diese Play-Function soll hier auch die Transparenz wieder zurücksetzen. Und kopieren wir gleich diese beiden einfach da oben hinein. Und probieren wir es an. Das heißt, wenn wir draufklicken, wird die Transparenz eingestellt. Beim Reset zurückgestellt und auch bei einem Play ebenfalls zurückgestellt und ja, funktioniert. Wenn wir das jetzt ein bisschen weiterlaufen lassen, dann wird der Deckel wieder zugemacht und dann wird der Deckel ausgeblendet. Das passiert aber quasi über die Sequenz, dieser Zustand hier. Also passt wunderbar. Dasselbe machen wir jetzt noch mit der Abdeckung hinten. Wir erstellen also einen Application Parameter. Transparenz Abdeckung, fügen den hinzu. Was soll der steuern? Ziehen wieder die beiden Pfeilchen auf die hintere Abdeckung. Hier wollen wir die Transparenz Opacity wieder steuern, binden das und selektieren die hintere Abdeckung. Und auch hier soll bei einem Click-Event, nennen wir das Transparenz Abdeckung Klick, Klammer auf Klammer zu, Strichpunkt. Das ist wieder eine Funktion. So, wir haben hier wieder die Funktion, also dieses $Scope, Transparenz Abdeckung Klick ist eine Funktion. Was soll passieren? Es soll dieser Application Parameter Transparenz Abdeckung auf 30% gestellt werden. Wenn wir das jetzt also die hintere Abdeckung draufklicken, wird sie auf 30% gestellt und dann werden wir sie auch wieder bei der Reset-Funktion auf 1 zurücksetzen. Also diese Application Parameter Transparenz Abdeckung soll beim Reset-Funktion auf 1 gesetzt werden und sinnvollerweise auch wenn sie transparent ist und wir starten die Play-Funktion, auch hier soll die Abdeckung wieder auf 1 gestellt werden, also nicht durchsichtig. Probieren wir es aus. Preview. Wenn wir also auf die hintere Abdeckung klicken, wird sie transparent. Wenn wir ein Reset machen, sprich Swipe Right oder Swipe Left, wird sie wieder zurückgesetzt und auch wenn wir die Play-Funktion ausführen, wird sie auch zurückgesetzt. Und wenn alles transparent ist, wird alles zurückgesetzt. Passt. Funktioniert. So.
Was wollen wir jetzt noch basteln? Wir wollen jetzt noch für die HoloLens 2 zwei so 3D-Buttons bauen. Mit dem einen Button wollen wir quasi die Play-Funktion ausführen und mit dem zweiten Button einen Reset ausführen. Dazu verwenden wir hier den 3D-Button, ziehen ihn einmal hier in den Canvas herein. So, wir erstellen also diesen 3D-Button mit folgenden Einstellungen. Als Text geben wir Play an, eine Breite und eine Höhe von 0,08 und 0,14. Dann können Sie hier Farben wählen, das ein bisschen färbig gestalten. Wir könnten auch hier eine Ressource hochladen, ein Bild quasi, ein Play-Zeichen und ein Stopp-Zeichen, wie auch immer. Ich nehme das jetzt einfach vom Text her mit Play. X, Y, Z Koordinaten minus 0,25 für X, Y 1,5, Z 0,4. X 0 Rotation, Y minus 90 und Z 0 Rotation. Er soll sichtbar sein. Studio ID werden wir ihn Play Button nennen. Play Button. So, wir haben also jetzt da den Button konfiguriert, von seiner Größe, von seiner Lage und wollen jetzt durch einen Klick einerseits die Funktion Play aufrufen, die gewisse Dinge auseinblendet. Andererseits aktivieren wir also den Play-Button, wollen wir hier diesen Pfeilchen, die Verlinkung wieder nehmen und auf die Richtvorrichtung draufziehen und auch hier ein Play All und binden. Und im GS-Fenster schreiben wir noch dazu, dass diese Play-Funktion ausgeführt werden soll. Also Verlinkung setzen auf Play All und diese Play-Funktion, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt, soll ausgeführt werden. Schauen wir uns an, ob es funktioniert. So, was nicht ganz angekommen ist, scheint die Farbe zu sein, aber das ist mir jetzt einmal egal. Also Klick auf den Play-Button löst die Play-Funktion aus und das Play All. Passt, mit Swipe Right, Swipe Left machen wir den Reset und jetzt bauen wir uns unten noch einen Button dazu, mit dem wir auch den Reset ausführen können. Wir ziehen also einen 3D-Button herein. So, wir konfigurieren den wieder. Text ist Reset. Höhe, Breite haben wir wieder 008 und 014. Farbe können wir uns wieder spielen. Ich werde es trotzdem eingeben, vielleicht stellt das ja in der HoloLens trotzdem dar. X-Koordinate minus 0,25, Y-Koordinate 1,38, Z-Koordinate 0,4, X und Z-Rotation 0 und Y wieder minus 90, also einfach da irgendwo rechts daneben hergeschoben. Was soll passieren? Bei einem Click-Event, wir nehmen also wieder beim Click-Event das Pfeilchen, ziehen es auf die Richtvorrichtung, sagen wir wollen hier einen Reset auslösen. Und unsere Funktion heißt Reset-Funktion, mit der wieder gewisse Dinge aus- und eingeblendet werden. Also Reset-Button aktivieren und im JavaScript-Fenster Reset, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt, damit diese Funktion auch aufgerufen wird. Einmal ausprobieren. So, die Farbe wird zumindest übernommen vom Text. Also Play löst aus. Reset setzt zurück. Double Tap löst aus. Swipe left, swipe right setzt zurück. Show Info, Hide Info und Click Event auf den Info Button. Okay. Habe ich da was rausgelöscht? Ja, tatsächlich. Und zwar Click Event war das Show Hide Info Click Event, habe ich da rausgelöscht, warum auch immer. Show Hide Info, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt. Also, passt, funktioniert.
Swipe right, swipe left, setz zurück. Transparenzen funktionieren. Bevor wir es testen, macht es natürlich Sinn, es zu publishen. Also, ich kopiere gleich hier oben mal den Namen. Bitte Klasse, Gruppe, Vorname, Nachher etc. Info. Ich kopiere hier bei Description das herein. Experience Service URL entnehmen Sie bitte dem Moodle. Einmal mit dem Login einsteigen. Nach dem erfolgreichen Anmelden steht hier das Häkchen. Der QR-Code wird wieder umgestellt auf den Service, auf den Experience URL. Wir schalten um auf Public. Solange wir keine IoT-Segmente verwenden, Sensordatenwerte von ThingWorks können wir hier auf Public umstellen. Übrigens, Allow Download for Offline Viewing heißt, man kann diese Experience auch herunterladen, falls man kein Internet hat. Wir wählen hier ein Vorschaubild, und zwar dieses Startbild, das ich hier bei den Daten mit angegeben habe. Wechseln noch auf Experiences. Wir haben keine ThingMark-Assoziation. Titel haben wir angegeben, Description können wir noch einmal denselben quasi eintragen. Und wenn wir fertig sind, klicken wir auf Publishen und laden das hoch. Auch hier wieder ein Blick auf die Größe, dass es, falls es zu groß wird, dann einfach die Files noch einmal hochladen, vor allem die BVZ-Files und den CAD-Optimierer drüber laufen lassen und das Modell austauschen. Wenn fertig gepublished, schauen wir es uns jetzt da in der HoloLens an. Loading experience straightening device class group for name knock name. Show info, hide info, play. The animation show how the mechanism works. Reset. The device is reset to the initial state. Reset. The device is reset to the initial state. Hide info. The animation show how the mechanism works. The device is reset to the initial state. The device is reset to the initial state.